Am vergangenen Donnerstag lud Uwe Henze, Geschäftsführer der Hecom Eisleben UG und gleichzeitig Mitglied im BVMW, dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, alle Interessierten zum 5. IT-Forum nach Eisleben ein. Mit der Ateum Akademie GmbH unter Leitung von Ralf Launroth hatte er einen Partner gefunden, um die Sachsen-Anhalt-weite Veranstaltungsreihe wieder nach Eisleben zu holen. Nach der Eröffnung standen mehrere Vorträge auf dem Plan. Uwe Henze erklärte uns, was 2015 der Schwerpunkt dabei war. Schwerpunkt der Themen 2015 ist die Verzahnung zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Warum ist das so ein komplexes Thema? Bisher war die Bedeutung des Datenschutzes nicht so hoch. Mit der neuen Agenda der Bundesrepublik wird der Datenschutz mittlerweile im Rahmen der Datensicherheit einen erheblichen Bestandteil zugeführt. Nun ist es dieses Jahr wieder in Eisleben. Es war ja zwischendurch ja mal in Magdeburg, in Halle. Warum wieder zurück an den Ursprung? Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich mit einem Partnerunternehmen, der Ateum, den Datenschutz hier in der Region mehr anbringen möchte an der Firma. Das heißt, wir arbeiten grundlegende Schulungsmaßnahmen. Und da bot sich das natürlich an, auch hier in dieser Einrichtung zu machen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass wir das erste IT-Forum schon hier in Eisleben durchgeführt haben und irgendwann auch wieder hier zu den Wurzeln zurückkommen wollen, weil wir ja hauptsächlich für die Region hier arbeiten und damit auch die Firmen hier erreichen wollen. Tatsächlich konnte man für das Thema Datenschutz auch hochkarätige Dozenten gewinnen. Sei es der Referatsleiter beim Landesbeauftragten für Datenschutz, Carsten Nock, oder Andreas Hoch vom Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt und da ganz konkret vom Referat 44 Wirtschaftsschutz. Die Fachleute konnten aus dem Alltag Beispiele aufzeigen, wie wichtig der Datenschutz im IT-Bereich ist und welche Folgen die Missachtung von Schutzmaßnahmen haben kann. So wurde das 5. IT-Forum zur Lehrstunde, welche die Anwesenden aufmerksam verfolgten. In den Pausen stärkte man sich und das soeben Gehörte wurde in gemeinsamen Gesprächen ausgewertet. Uwe Henze kann sich freuen. Das Forum wurde am Nachmittag erfolgreich beendet.